Ach, so ein bisschen peppigere Musik wäre wirklich gut gewesen für den Titel. Wissenschaftlerstufe. Und lasst euch einfach zu sehr ärgern da oben. Das klappt nicht. Das klappt gerade auch nicht. Verdammte Hacke. Dass du nur 3 Wissenschaftler zuweisen kannst. Das Spiel sagt ja nämlich, das würde funktionieren, diese Forschung, aber weil du die Anzahl der Wissenschaftler übersteigst, klappt es natürlich nicht. Ja, das Brüllen macht bei mir auch immer ein Flashback zum Film. Ach, die haben wieder den Ranger-Fahrzeug zerstört. Wir könnten es so machen, dass wir einen Helikopter auf hier rum ansetzen, weil betäuben die immer, wenn das Tier ausrastet und beziehungsweise ein Fahrzeug gefährdet, startet der automatisch und macht Stress. Beziehungsweise betäubt den. Ganze Personal damit beschäftigt, kann gar kein Genom ausbrüten. Immer noch die falschen Leute beschäftigt. Mitte großer passt hier und ich muss kleine setzen. Hallo Karnvor, grüß dich, schönen guten Abend.
So, alle erstmal verbunden. Muss ich gleich noch einstellen. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall auch wieder einen neuen Sicherheitsraum hier oben. Wieder zwei ist mir egal. Und eine Toilette. Ich mag diese Spielerei nicht, ey. Das habe ich schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, wie die auf die Idee kam, dass das eine gute Idee ist. Wir haben nichts für Kronen und normale Leute. Eine Frage, das Star-Magazin meint, dass der zweite Teil besser ist als der erste. Was sagst du nach den ganzen Stunden? Ich finde, der zweite Teil ist nicht besser als der erste. Sie sind, sag ich mal, qualitativ fast... Im Story-Aufbau der Mission ist es schlechter geworden. Es sind auch ein paar Aufgaben dazugekommen, die einfach Unsinn sind. Es ist trotzdem ein nettes Aufbauspielchen. Also sie haben wirklich an den falschen Stellen geschraubt. Es ist wieder so viel Potenzial und so viel ungenutztes Potenzial. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was immer mit dem, dass es halt für alles rauskommen muss. PC und Konsole. Na gut, das reicht da in der Mitte. So, jetzt lass uns doch endlich mal das nächste Genom machen, damit wir endlich mal in der Mission vorankommen. Ihr sollt auch gesund sein und bescheiden. Dass ihr schwach seid, ist nicht schlimm. Und da fällt mir gerade ein, wir haben doch für hier das Ding bestimmt auch schon eine Verbesserung. Ich habe eine höhere Chance, dass die Synthetisierung klappt. Trotzdem steht hier 67% Überlebenschance.
Ist das freigeschaltet oder muss ich das forschen? Das muss ich diesmal forschen. Du machst Genetikpunkte, weil du schnellere Synthese hast. Das ist halt auf Genetik zahlt. Ich habe wieder das Gefühl, dass ich nicht vorankomme. Nur zwei haben überlebt. Fall hin, du wirst betäubt gerade. Oh mein Gott. Erstmal breit gemacht. Ragdoll-Physik bei Dinos. Ja, ist aber auch gut so. Seid nicht verärgert, Personal, ihr könnt auch wieder Urlaub haben. Nur eine Person arbeitet ein bisschen mehr als andere. Nein, infizierte Nahrungsquelle, nicht daran gehen. Futterstation desinfizieren. Wurde schon wieder zerstört. Schutz gegen Kolibakterien. Ne, Welch. Kann ich nicht vorlesen, diesen Witz. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Wir müssen mehr Land erwerben. Oh, das klingt ja gar nicht besorgniserregend. Wir haben unsere aktuelle Anlagengröße überschritten. Erfolg bedingt Expansion.
Mhm. Ja, ich muss davor warnen, mehr abzubeißen, als man schlucken kann. Was für die Saurier kein Ding ist, für die Menschheit aber ein wiederkehrendes Problem. Ich denke, das geht in Ordnung, Dr. Malcolm. Kalifornien hat die Genehmigung erteilt. Der Erfolg von Jurassic Park San Diego begeistert sie ebenso wie uns. Es gibt da einige Auflagen. Ja, wie zu erwarten war. Und ich bin jemand, der das erwartet. Wir müssen das Land kaufen, aber dann können wir loslegen. Loslegen? Womit? Wissen Sie, das war schon immer ein Problem bei dieser Art Paläontologie. Nicht wo wir sind, sondern wo wir hinwollen. Denn genau da wartet das Chaos. Geduldig. Sammle Produkt ein. Transport abgeschlossen. So, ihr habt ja gleich genug Bestand. Wasser gibt es auf jeden Fall genug für euch. Habt ihr irgendeine Bodentextur, die ihr mehr mögt? An der Artenvielfalt sieht man, wie es dem Park so geht. Und wie gut du dich schlägst. Wir machen gute Fortschritte. Wie viele Arten habt ihr? Aber 5. Mehr Saurier. Eine Möglichkeit besteht darin, den Genomanteil eines Sauriers zu erhöhen. Unsere Wissenschaftler sollen sich darauf konzentrieren. Vergiss nicht, im Expeditionszentrum vorbeizuschauen. Die Leute dort schlafen nie und es gibt immer jede Menge Gelegenheiten. Natürlich wollen wir, dass alle die Saurier besuchen, aber wir behalten auch spezielle Gästetypen im Auge, die unsere Wertungen beeinflussen. Konzentriere dich auf die Parkbewertung, um Erfolg zu haben. Ja, und Abenteuer habe ich nämlich gar keine. Produkttransport im Gange. Weil die ganz spezielle Gebäudetypen brauchen. Bestätige Produktzustellung. Ach, wie war das denn nochmal? Saurierverrufenheit. Touren, Lagunen, Gyrosphären. Ach, für die brauche ich auch noch so eine Gyrosphären-Tour. Transport hat begonnen. Hab ich da einen Bock drauf? Nicht. Warum hört sich das an wie Gewitter? Och, weil Sturmwarnung ist.
Warum haben wir keinen Strom? Ich habe da überall Notstromgeneratoren. Na, überall ist vielleicht übertrieben. Warum gibt es fehlende Beute? So, können wieder rauskommen. Kein Zaun wurde zerstört. Es ist ein Smiley. Das ist mein Hoax-Teich. Und da ist ein Pickel. Warum mache ich diese Expedition noch? Weil da immer noch Fossilien drin sind. Da ist ein Haken dran, wenn es fertig ist. Wir haben Tollwut. Fotografiere einen Saurier mit Tollwut, ey. Ach, komm schon. Wer kommt denn auf solche Ideen? Gut, dass jetzt gerade hier schon jemand ist. Da habt ihr gesehen, der Dinosaurier Tollwut. Ah ne, der hat gar keine Tollwut. Der hat Kokzi, Diomyki, was auch immer. Habe ich gerade eh nicht die Wissenschaftler für da. Ich möchte das Upgrade machen, dass ich den Sturmschutz habe im Kraftwerk. Keine Lust, dass das Ding wieder kaputt geht. Thank you.
Nur 6 Eier. Wie schaffen die das immer wieder, ey? Da habe ich schon den Helikopter drauf angesetzt. Nee, nicht direkte Steuerung. Aufgabe hinzufügen. Ich muss jetzt hier medizinisch versorgen. Hab das Gefühl, dass heute der Stream anders ist. Qualitativ oder laggiger oder sonst irgendwas. Ich bin ja gerade nicht 100% sicher bei den Anzeigen von meinem OBS zwischendurch. Feier die San Diego, dieses Szenario irgendwie atmosphärisch nicht so. Aber Jurassic Park haben wir schon erledigt. Das erste Szenario ist Jurassic Park bauen. Stream ist wie immer. Danke, Sarulon. Ich habe hier manchmal eine gelbe Anzeige für die Kilobyte-Raten. Wobei ich daran eigentlich nichts verändert habe. Sprache kommt etwas später. Ich glaube, darauf achten nicht die meisten. Ich glaube, da müsste auch keine... da habe ich überhaupt nichts dran verändert. So, da ist die Sturmabwehr drin. Alles klar, danke fürs kurze Feedback. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Mehr Pflanzenfresser. Ich hoffe, ihr hasst einander nicht, aber es sollte nicht der Fall sein. Vor allem fresst ihr beide gemeine Fasern. Produkt wurde zugestellt. Produkttransport wird durchgeführt. Ihr braucht nur noch gemeines Blatt, aber ich glaube, das können wir. Lass mich mit in. Gute Frage. Hier drin. Produkttransport beendet. Ihr müsst euch erstmal ein bisschen ausbreiten. Dann geht's auch besser. Produkt in der Luft.
Gibt es eine Kaufempfehlung für Jurassic World 2? Ich glaube, die meisten Steam-Reviews sehen schon richtig. Es ist kein Fortschritt für die Serie, sondern es ist halt einfach ein Gleichbleiben. Natürlich sind die neuen Dinosaurier ganz nett, sobald wir sie mal sehen werden, weil sie eigentlich in der Kampagne bis auf die Flugsaurier nicht vorkommen, die Wassersaurier. Und sonst gammelst du dir nämlich auch nur einen ab. Na, Abgaben ist das falsche Wort dafür. Aber es gibt keinen storytechnisch, ist es glaube ich schwächer als der erste einfach. Der erste hatte einfach eine Geschichte, die verfolgt wurde. Und der zweite hat es halt einfach versäumt. Du kannst zwar alle Szenarien nachspielen, es wurde halt mehr gemacht, aber es ist halt immer noch, also irgendwie ist es dann doch weniger. Und es sind ein paar sinnlose Aufgaben dazu gekommen. Wie Wissenschaftlermanagement, wo du einfach nur denkst manchmal, wieso? Ja, du kannst nicht sagen, das ist ein besseres Update. Also die Grundmechanik ist halt gleich, aber es sind halt jetzt mehr Szenarien. Es gibt halt die unterschiedlichen Modi, die gab es im ersten Teil nicht so aufgeteilt. Aber die Problematik bleibt einfach, dass es irgendwie so ein bisschen doof gelaufen ist vom Aufbau. Danke, Welch, für dein Tier 1-Sub. Danke sehr. Die Kampagne habe ich so wie in den Videos schon erwähnt, also die Grundkampagne, die Story heißt, ist einfach nur Tutorial. So, die Zäune sind einfach zu dicht aneinander. Da müsst ihr halt außen rumlaufen. Pech gehabt. Oh mein Gott! Erzähl mir etwas über den Jurassic Park. Das sollte jetzt ein bisschen attraktiver sein für die Abenteuerbesucher. Produktabholung.
So, das Sturm-Upgrade habe ich ja gemacht extra. Also zum Schützen. Transport hat begonnen. Schützen wir den Strom. Und wo ist Ranger-Station? Den zusätzlichen Platz muss ich erst freischalten mit Forschung. Warum ist das immer noch offen? Warum ist da noch immer kein Haken dran? Ach, ärgerlich. Ich darf auch nur eine Expedition gleichzeitig haben, obwohl ich genug Leute da hätte. Billigere Forschung, also wäre es in Genetik besser, obwohl Logistik wäre auch gut gewesen. So, jetzt mache ich eine Pinkelpause.